100 Jahre ist ein Grund zum Feiern. Die Genossenschaft Saint-Gervais feiert jetzt sogar schon ihr 102-Jahr-Jubiläum. 1920 haben sie italienische Arbeiter hier in dem mythischen Gebäude in der Bieler Altstadt gegründet. Ursprünglich mit dem Namen Società Cooperativa Proletaria. Wie der Name, haben sich auch die Aktivitäten geändert. Das ist am Anfang eigentlich als Selbsthilfe-Genossenschaft entstanden. Also als Treffpunkt und aber auch als Konsumgenossenschaft, wie es heute Coop oder Migros auch noch sind. Einfach zu billigeren Waren zu kommen als Arbeiter. Es war eine Arbeiterorganisation, die das gegründet hat. Das Gebäude hat sich äußerlich zwar nicht stark verändert, dafür umso mehr, was im Gebäude passiert. Es ist mit einem Restaurant und Konzertsaal zum Hotspot der Bieler Kultur geworden. Auch wenn sich der stark politische Aspekt der Anfang der Genossenschaft verwässert hat, sind die Grundwerte die gleichen geblieben. Eine wichtige Rolle spielen immer auch die Leute, die hier beizen. Es sind auch Leute, die den Gedanken auch pflegen von der gemeinsamen, nicht hierarchischen Organisation und die viel auch eben für die Kultur machen und sich engagieren, dass es auch ein Ort bleibt, wo alle kommen können und wo offen ist und wo niemand diskriminiert wird. So. Das ist uns wichtig. Um den 102. Geburtstag gebührend zu feiern, heizt die Bieler Band The Fabulous Gypsy Dicks am Samstag oben so richtig ein. Ein bisschen ruhiger, aber nicht weniger feierlich geht es am Sonntag weiter mit einem Brunch, Konzert, einer Zirkusvorstellung und Besichtigungen vom Gebäude.